Neuer Shop kommt jetzt hier mal wieder in wenigen Sekunden. Boah, das war mal wieder eine knappe Sache. Gerne Video liken, Kanal abonnieren, falls ihr neu seid. Ich habe keinen Plan, was dort reinkommen könnte. Vielleicht irgendwas Neues. Wir können nicht nach oben gehen. Meine Maus hat wieder den Bug oder Fortnite. Keine Ahnung, was da immer broken ist. Auf jeden Fall können wir nicht nach oben gehen. Das heißt, wir gehen ganz entspannt nach unten. Das hier, die Disney-Sachen, Disney-Bösewichte, bleiben immer noch drin. Oh mein Gott. Wow. Er ist so nice. Ich würde sagen, das ist der niceste Fluff-Skin, den wir im Spiel haben. Ich meine, es gibt, ja, es gibt einmal den Gratis-Fluff aus dem Winter-Event. Dann gibt es einmal den normalen Fluff und jetzt einmal den Halloween-Fluff. Boah, der ist richtig, richtig nice. Allein das Animierte, das böse Gesicht, gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Lego-Version. Lego-Version. Sieht echt ein bisschen lost aus. Was haben wir hier? Backbling. Ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Auf Spitzhacke bin ich gespannt. Boah, Spitzhacke, eine 10 von 10. Mächtiger Sound. Ein gutes Aussehen. Schön animiert. Perfekt. Was kann die Lackierung? Kann die irgendwas? Die ist ganz, ganz minimal animiert. Wow, wow, wow. Sehr starkes Bundle. Zeit zu kaufen habt ihr dafür noch 4 Tage. 1800 für alles. Finde ich sogar richtig gut. 1, 2 einzeln für den Fluff. Dann 800 für die Pickaxe. 500 für die Lackierung. Denkt dran, falls ihr mich supporten wollt, jetzt hier rein einzutragen und auf den Button zu drücken. In das weiße Feld einfach rein da eintragen. Durchsuchen drücken. Abbrechen drücken. Kuss geht raus fürs Eintragen. Wann verschwinden die? In 2 Tagen. Wann verschwinden die? In 3 Tagen. Okay, dann haben wir hier auch nochmal einen größeren Refresh in ein paar Tagen. Die verschwindet schon morgen in weniger als 24 Stunden. Das heißt, wollt ihr Lexa kaufen? Tut es, weil man weiß nicht, ob es dieses Jahr wieder zurückkehrt. Auch kein Plan, ob ein Saw wieder zurückkehrt. War ja auch nur für wenige Tage drin. Aber ich schätze mal so ganz Ende von Halloween, so, ja, am 31. Da kommt alles zurück. Denke ich jetzt mal. Kann sein, dass auch Saw gar nicht mehr jetzt erst zurückkommt. Vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren erst wieder. Man weiß es nicht. Ist heute vielleicht Michael Myers drin? Nö, bis jetzt gab es noch keine Aktualisierung. Keine Aktualisierung. Hier gab es eine kleine Aktualisierung. Vielleicht was Seltenes, aber ich glaube nicht. Der Skin war doch original vor ein paar Tagen drin gewesen. Finde ich jetzt nicht so besonders. Lego-Version auch nicht so besonders. Backbling finde ich noch... Ja, finde ich nicht schlecht, die animierten Augen, aber ansonsten war es auch. Pickaxe finde ich stark. Das war safe als Bundle vor ein paar Tagen drin. Und jetzt ist alles nur einzeln drin. Aha, Gleiter ist krass, ist krass, aber auch krass teuer. Bryce 3000, finde ich, ist ein guter Roboter-Skin. Dann Lego-Version, ist okay. Backbling, cool animiert, aber würde ich jetzt nicht spielen. Dann haben wir hier Nalia wieder reinbekommen. Haare, bisschen, ja, wohl nicht buggy, aber ganz kurz buggy. Ist okay, der Skin. Lego-Version passt auf jeden Fall. Das ist doch safe ein Halloween-Skin, oder? Oder ist es ein Valentinstag-Skin gewesen? Eins von beiden wird es sein. Sieht irgendwie nach beidem aus. Beim ersten Ziel, aber wegen dem Herz hätte ich jetzt gesagt, so Valentinstag-Skin eventuell. Verschwinden tun die Dinge in weniger als 24 Stunden. Seeräuberin, richtig, richtig fresher Skin. Beide Ziele verdammt gut. Ja, sehr, sehr starker Skin. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. Bis auf die Lego-Version, die finde ich total Schrott. Man denkt, die hat einfach eine Glatze. Backbling ist eine 10 von 10. Alleine schon das hier. Sehr, 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 sehr gut. Kalia. Schon länger nicht mehr gesehen. Vielleicht das seltenste Item heute vom Shop. Alter, was ist denn das für ein Riesenteil? Aber ich glaube, du bist das seltenste heute vom Shop. Und mit ganz viel Pech wurde auch gar nicht mehr aktualisiert. Ja, das war's tatsächlich. Also heute ganz wenig drin, aber ist auch in Ordnung. Kann ich schon mal abchecken, ob es heute irgendwas Seltenes im Shop gab. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und ich glaube nicht, falls nicht, ich schreibe es euch einfach in die Kommentare. Aber ich denke jetzt nicht, dass irgendwas Überdimensionales Seltenes im Shop drin ist. Nee, also sagen kann ich es euch nicht. Ich schreibe es euch in die Kommentare. Ansonsten gab es noch ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das hier. Viele fragen, wann kommt der Skin raus? Kann sein, dass er sich verspätet, der Skin, weil da fehlt noch irgendwas in den Dateien für die Lackierung. I don't know, ob vorne das Ganze trotzdem raushauen wird, aber geht mal davon aus, dass das irgendwie verspätet rauskommen wird. Dann denkt auch daran, in 13 Tagen ist Chapter 5 vorbei.
Also in 13 Tagen spielen wir für Jahre nicht mehr auf der Chapter 5 Map. Das heißt, fühlt ihr die Map, spielt auf jeden Fall noch die letzten Tage, bevor wir in Chapter 2 rotieren, reinrutschen sozusagen in die neue Season am 2. November. Und dann am 1. Dezember ist Chapter 6. Deswegen Chapter 5 nur noch wenige Tage spielbar. Ansonsten checkt die Beschreibung für günstige Spiele, günstige PSN-Karten. Hier gibt es auch gerade den Harlequin-Skin und alles mögliche günstiger. Checkt es ab. Und kommt in die WhatsApp-Gruppe rein, denn dann verpasst ihr keine weiteren Neuigkeiten mehr. Falls ihr bisher geschaut habt, kommentiert einfach kurz in die Kommentare, bevor ich das Video aber beende. Lasst mich nochmal schnell schauen, ob ich sehen kann, was Seltenes im Shop drin ist. Aber ich meine, ich kann es nicht aktuell sehen. Ich nehme alles zurück, ich kann es sehen. Bleibt auf jeden Fall noch kurz dran, genießt meine Stimme. 89 Tage, Kalia 141 Tage, lag ich voll daneben. Der Roboter-Skin 116 Tage. Ja, es ist nichts Besonderes Seltenes heute drin. Nö, tatsächlich nicht. Dann bleibt es dabei bei kurz.